In einer Schwangerschaft haben wir Freiheiten. Wir können entscheiden, wann wir das erste Mal zum Arzt gehen. Sei es, ob wir dort den Schwangerschaftstest möglichst früh per Blutabnahme machen lassen möchten oder ob wir erst nach dem positiven Test dorthin gehen. Oder erst, wenn die kritische 13. Woche beendet ist oder aber wir lassen weitere Wochen oder gar Monate vergehen. Wir haben die Wahl, ob, wann und welche Hebamme wir suchen möchten. Wahlweise können wir alternativ oder als Zusatz eine Doula an unserer Seite haben. Wir können entscheiden, ob, wann und welches Folsäurepräparat wir einnehmen möchten. Wir haben die Qual der Wahl, ob wir, und wenn ja welche, weitere Nahrungsergänzungsmittel wir nehmen und wo wir diese beziehen möchten. Wir können entscheiden, ob und welchen Sport wir machen, und je nach Berufsgruppe können wir uns freistellen, den Arbeitsbereich wechseln oder Arbeitszeiten kürzen lassen. Wir haben Unmengen an Möglichkeiten, uns mit Literatur, Broschüren, Videos und Internetseiten zu belesen und Videos anzuschauen, um bestmöglich informiert zu sein. Wenn wir möchten, können wir, oft gegen Aufpreis, zu den gängigen Ultraschalluntersuchungen noch weitere dazu buchen, vielleicht sogar mittels 3D das Baby in ganzen 30 bis 60 Minuten anschauen oder sogar zu Hause. Wir können entscheiden, ob wir Zusatzangebote wie Zuckertest, Toxoplasmose-Test, Nackenfaltenmessung, Fruchtwasseruntersuchung, Akupunktur, Schwangerenmassage, Schwangerenschwimmen, Geburtsvorbereitungskurs und so weiter in Anspruch nehmen. Manches davon wird sogar von der Krankenkasse bezahlt. Gegen Ende der Schwangerschaft dürfen wir noch öfter unser Baby von und bei dem Arzt anschauen lassen, das Gewicht schätzen lassen und per CTG Wehen schwarz auf weiß ansehen und Herztöne hören. Wir können die Vorsorge beim Arzt machen lassen oder bei der Hebamme oder aufteilen auf beide oder aber komplett darauf verzichten. Es ist fantastisch, wie viele Möglichkeiten wir haben und diese ganze Palette können wir freiwillig so zusammenstellen, wie wir es möchten. Es ist quasi wie ein Buffet. Nur Sonderwünsche müssen extra bezahlt werden. Aber so toll es sich anhört, so toll ist es leider gar nicht. Was sich so freiwillig anhört, ist leider alles andere als selbstbestimmt. Oder sagen wir anders, die Selbstbestimmung hört dann auf, wenn man nicht mehr in das klassische System passt. Und damit meine ich nicht, dass man völlig verantwortungslos handelt, sondern es geht eher darum, dass die Ärzte Erwartungen haben, die leider oft den wirtschaftlichen Aspekt im Hintergrund haben. Und dann gibt es die Gesellschaft, die bereits dieses wirtschaftliche Handeln so weit gewöhnt ist, dass sie es als völlig verantwortungslos empfindet, wenn man aus der Reihe fällt. Hier werden die Frauen unter Druck gesetzt, sie müssen Erwartungen erfüllen. Und damit sie dies tun, wird gerne mit der Angst gespielt. Beängstigte Personen lassen sich leichter manipulieren als Menschen ohne Angst. Die Selbstbestimmung wird also auf psychische Art und Weise so stark beeinflusst, dass Schwangere die Prozeduren über sich ergehen lassen, ohne etwas zu hinterfragen oder nach Alternativen zu schauen. Schließlich gilt nur dieser eine Weg als sicher und wird als das Beste für Mutter und Kind bezeichnet. Was bedeutet nun selbstbestimmte Schwangerschaft? Selbstbestimmt bedeutet also, dass du deine Schwangerschaft so leben kannst, darfst und möchtest, wie du es für richtig hältst. Wie gesagt, ich meine damit nicht, wie es dein Arzt oder die Gesellschaft als richtig empfindet, sondern du als werdende Mama. Leider haben wir in der heutigen Zeit verlernt, auf unsere Intuition zu vertrauen. Das sogenannte Bauchgefühl wird leider ignoriert. Wir geben die Verantwortung ab. Wir geben sie ab in die Technik und in andere Menschen. Ist alles in Ordnung mit mir und meinem Baby? Diese Frage stellt man sich nicht mehr selbst, sondern der Technik und anderen Personen. Solchen Leuten wird mehr vertraut als sich selbst. Das heißt, die Selbstbestimmung endet dort, wo man nicht mehr selbst bestimmt, sondern andere bestimmen lässt, sei es bewusst oder unbewusst. Je mehr du also in dich hineinhorchst, je mehr du selbst überlegst, was du fühlst, was du denkst, womit du dich gut und womit du dich schlecht fühlst, desto mehr führt dein Weg in die selbstbestimmte Schwangerschaft. Horche gerne öfter auf dein Inneres. Ist die Stimme, die mit dir spricht, du selbst? Oder ist es dein Baby? Oder ist es doch wieder die einprogrammierte Stimme, die, was die Zeitschrift dir erzählte, was der Arzt dir empfohlen hatte oder wovor deine Nachbarin dir abraten würde? Oder denkst du an die Horrorgeburt deiner besten Freundin? Horche genau, wessen Stimme gerade spricht. Nimm aber in erster Linie die ernst, die dir und deinem Baby gehören.
Du kannst diese Stimme mit den anderen äußeren Stimmen abgleichen, solltest sie aber nicht unterordnen. Frage dich nun, welche Untersuchungen und Lebensweise du wirklich möchtest. Brauchst du den Ultraschall direkt nach dem positiven Test? Wenn ja, warum? Nützt es dir oder deinem Baby etwas? Würde es etwas ändern, wenn du ihn machen oder auf später verschieben würdest? Wärst du wirklich beruhigter danach? Wovor hast du Angst? Würde diese Angst wiederkommen, sobald der Termin vorbei ist und du auf den nächsten warten musst? Fühlst du dich gut mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die du nimmst? Nimmst du sie, weil man das so macht, oder nimmst du sie, weil du das Gefühl hast, du brauchst sie? Hast du wirklich einen Folsäuremangel, sodass du ihn mit künstlicher Folsäure auffüllen musst? Wie lange möchtest du sie einnehmen und warum? Gibt es Alternativen? Wenn ja, welche? Und welche davon passt zu dir? Warum passt sie zu dir oder warum passt sie nicht zu dir? Was müsstest du ändern, damit sie zu dir passt? Und möchtest du es? Warum? Warum hörst du mit der Sportart auf, die du liebst? Wenn sie dich glücklich macht und dein Herz dafür schlägt, warum hörst du auf? Weil es die Gesellschaft erwartet oder weil du selbst aufs tiefsten Inneren heraus fühlst, dass es nicht gut ist? Aus welchem Grund verzichtest du auf dein weichgekochtes Ei? Weil du es so gehört hast? Hast du jemals hinterfragt, ob die Gerüchte um die Ernährung wirklich stimmen? Wie fühlst du dich mit deiner Ernährung? Was brauchst du? Was ist nur Gewohnheit? Und bei welchen Sachen nutzt du einfach nur gerne die schwangeren Heißhunger-Ausrede? Mit welchem Gefühl gehst du zum Zuckertest? Fühlst du dich gut damit? Brauchst du ihn? Wofür? Gibt es Alternativen? Welche gibt es? Kommen sie für dich in Frage? Warum ja? Oder warum nicht? Weil es dein Arzt gesagt hat oder weil du die Methode hinterfragst und mit deinem Gefühl entschieden hast? Möchtest du zum Geburtsvorbereitungskurs gehen? Was erwartest du davon? Denkst du, ohne Kurs könntest du dein Baby nicht bekommen? Oder andersherum, denkst du unter den Wehen an das Gelernte zurück, um es richtig anzuwenden? Welche Informationen möchtest du haben? Auf was wiederum möchtest du verzichten? Mit welchen Gedanken gehst du zum CTG? Was sagt dir deine tiefe innere Stimme und wie verhält sich dein Baby während dieser Zeit? Geht es euch dabei gut? Warum geht ihr dorthin? Wofür habt ihr bei Verzicht Angst oder welche Hoffnung habt ihr durch das CTG? Wo und wie möchtest du entbinden? Sicherlich wirst du ins Krankenhaus gehen und im Hinterkopf als Grund haben, falls etwas passiert. Warum hast du Angst? Warum denkst du, brauchst du diese direkte Anbindung an das medizinische Personal? Was erhoffst du dir, was du im Geburtshaus oder zu Hause nicht bekommen könntest? Hast du Alternativen recherchiert und bewusst darüber nachgedacht, ohne dabei an die Erwartungshaltung der Gesellschaft zu denken? Oder ertappst du dich dabei, dass du die Verantwortung gerne anderen überlässt? Oder gibt es Trauer, die du noch nicht verarbeitet hast? Vielleicht wäre es hier hilfreich, unverarbeitete Trauer, wie zum Beispiel frühere Fehlgeburten, aufzuarbeiten. Und so geht es immer weiter. Du kannst die gesamte Routine, die jede Schwangere durchläuft, hinterfragen. Was machst du da eigentlich? Wie lebst du? Und machst du das wirklich aus eigenem Interesse? Oder machst du es vielmehr, weil man das so macht? Was brauchst du? Warum brauchst du das? Und was passiert, wenn du etwas ablehnst? Je mehr man hinterfragt, desto mehr stellt man fest, dass manches eigentlich gar nicht nötig ist. Manches davon ist sogar schädlich. Was genau möchte ich an dieser Stelle gar nicht unbedingt erwähnen. Wer sich dafür interessiert, wird und soll gerne selbst recherchieren. Wer alles gut findet, wie es ist, den würden jetzt die Quellen eh nicht interessieren. Dieses Video soll eher ein Anstoß sein dafür, wie selbstbestimmt eine Schwangerschaft eigentlich abläuft. Und nun kommen wir zu Folgendem. Wer nämlich die Praktiken hinterfragt und zu dem Entschluss kommt, aus diesem normalen System abzuweichen, wird merken, dass es gar nicht so leicht ist. Du möchtest keinen Ultraschall? Dann wirst du schnell zu hören bekommen wie: Was ist, wenn dein Kind krank ist? Oder aber Sätze wie: Nach meiner Fehlgeburt ist mir Ultraschall umso wichtiger. Ich bin dankbar, dass es ihn gibt. Frage dich genau: Verhindert ein Ultraschall Fehlgeburten? Wie viel Ultraschall ist nötig und zu welchem Zeitpunkt brauchst du ihn?
Ein weiteres Beispiel ist, wenn man einen Zuckertest ablehnt und stattdessen per Blutzuckermessgerät zu Hause über mehrere Tage hinweg messen möchte. Dieses Verfahren ist nicht normal und auch hier wird man gerne als verantwortungslos dargestellt. Und hast du dich mal gefragt, warum man Folsäure die ganze Schwangerschaft übernehmen soll, obwohl der befürchtete offene Rücken nur in den ersten Wochen von Bedeutung ist, oft schon bevor du überhaupt weißt, schwanger zu sein? Und hast du mal überlegt, warum eigentlich jede Frau zum Ende der Schwangerschaft einen von Natur aus sinkenden Eisenwert und eine verkalkende Plazenta hat? Und wusstest du, dass die Plazenta das Vitamin K, welches nach der Geburt routinemäßig überdosiert verabreicht wird, filtert, damit es gar nicht so hoch dosiert beim Baby ankommt? Vielleicht möchtest du hinterfragen, was von der Natur klug eingerichtet wurde und wann die Medizin tatsächlich von Vorteil ist und dankbare Fortschritte macht. Welche Horrorgeschichten über das Verbluten oder Totgeburten stimmen wirklich? Was war wirklich die Ursache? Wo wird nur mit der Angst ein Geschäft gemacht? Oder im Gegenteil, wann ist Medizin tatsächlich lebensrettend? Hast du dich mal gefragt, was eine Frau für eine Geburt wirklich braucht? Also nicht, was der Mensch oder die Medizin für nötig hält, sondern was die Natur als sinnvoll einschätzt. Was braucht eine Frau, was hingegen hindert sie? Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Stell dir vor, du gehst im Wald spazieren. Plötzlich siehst du in der Entfernung ein kalbendes Reh. Was würdest du tun? Würdest du hinrennen, deine Hilfe anbieten und zeitgleich den Tierarzt um Hilfe rufen, damit schnell ein CTG angeschlossen wird, die Beine in die richtige Position gerichtet werden und der Muttermund abgetastet wird? Womöglich nicht. Du würdest aus der Ferne beobachten, möglichst ruhig, damit das Reh dich nicht bemerkt. Du weißt intuitiv, obwohl du absolut keine Ahnung von dieser Tierart hast, dass das Tier Ruhe braucht und fremde Personen Stress bedeuten würden. Warum denkst du, ist es bei Menschen anders? Warum wird dem Menschen beigebracht, er müsste unter fremdem Personal, in fremder Umgebung, mit viel Technik und Beobachtung ein Baby zur Welt bringen? Entscheidest du dich für eine Hausgeburt, weil du weißt, dass genau dieses gewohnte Umfeld, der fehlende Schichtwechsel und die Hebamme deiner Wahl beruhigend auf dich wirkt, so wirst du merken, dass nur wenige aus dem Umfeld Verständnis dafür haben werden, obwohl genau das die Natur für wichtig sieht. Wer ein Fan von Zahlen und Statistiken ist, kann sogar nachlesen, welche positiven Auswirkungen das häusliche Umfeld hat und wie positiv sich, als Beispiel, eine Doula auswirkt. Wie selbstbestimmt ist heutzutage eine Schwangerschaft also wirklich? Selbstbestimmt gilt nur das, was den klassischen Weg geht. Biegt man ab, dann hat man es mit Widerstand zu tun. Aber genau diese eigene Entscheidung, egal welche, bedeutet Selbstbestimmung. Je besser du informiert bist über die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Gewohnheit und je mehr du auf dich, deine Intuition, dein Bauchgefühl hörst, desto besser kannst du eine selbstbestimmte Schwangerschaft erleben. Und je selbstbestimmter sie abläuft, desto glücklicher bist du. Und je glücklicher eine werdende Mama ist, desto weniger Probleme wirst du befürchten müssen. Ich möchte dir also ans Herz legen, horche auf dein Herz, höre auf dich und nimm die Stimme deines Bauchbewohners wahr. Du brauchst Stimmen der Außenwelt nicht ausblenden, aber es ist klug, wenn du sie nicht als Wegweiser nimmst, sondern als interessante Meinung, die du annehmen, ablehnen oder neutral betrachten kannst. Es ist deine Schwangerschaft, dein Baby und deine Verantwortung.